Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie versprochen, wird es jetzt ein bisschen einfacher. Wir werden Beispiele anschauen. Wir werden ganz konkret uns anschauen, warum Integrale interessant sein können, um Maße besser zu verstehen. Wir werden uns da gewisse Daumenregeln für die Normalverteilung anschauen, die ihr vermutlich in VWL-Vorlesungen irgendwann mal nutzen werdet. Bevor wir das machen, kommt noch eine Rechenregel für diskrete Verteilungen. Wir haben letztes Mal gezeigt, dass Integrale über Wahrscheinlichkeitsmaße auf der Borel-Sigma-Algebra einfach zu berechnen sind, wenn die Verteilungsfunktion absolut stetig ist, das heißt, es eine Dichte gibt. Ja, dann war die Hauptaussage, dass sich das Integral berechnen lässt, indem man das Integral über den Zielintegranten mal die Dichte wie in Analysis 1 integriert. Jetzt kommt das ganz Analoge für diskrete Verteilungsfunktionen. Und ihr werdet vielleicht mittlerweile nicht mehr überrascht sein. Bei diskreten Sachen ersetzt sich das Integral durch eine Summe. Ansonsten, außer dass da eine Summe steht, sieht die Aussage ganz analog aus. So, das ist Satz Nummer, wo sind wir? Kapitel 3, 3, Satz 3. Integral für diskrete Verteilung. Und der Satz ist wie folgt. Also wir nehmen wieder ein W-Maß auf der Borel-Sigma-Algebra. Die nennen wir immer PF, weil wir wissen, dass diese W-Maße in 1 zu 1 Beziehung zur Verteilungsfunktion steht. Das heißt, dazu gibt es eine Verteilungsfunktion F. Ein W-Maß auf Borel-R mit diskreter Verteilungsfunktion F. Ich schreibe das jetzt nicht ganz ausführlich, ich schreibe einfach eine Form hin und aus der wird klar, was ich alles haben will. Also Ft ist die Summe k gleich 1 bis n. N war entweder eine natürliche Zahl oder plus unendlich. Dann steht da was? Da steht da pk, Indikator, ak, unendlich. Dabei sind ak irgendwelche reellen Zahlen und pk sind nicht negative reelle Zahlen, die sich zu 1 summieren. Das schreibe ich jetzt nicht extra nochmal auf. T in R. Das ist unser Setting. Jetzt nehmen wir noch eine Funktion, die wir integrieren wollen. Die nennen wir wieder G. Die soll messbar sein von R nach R quer gehen. In vielen Fällen wird R quer R sein, also in vielen Fällen werdet ihr einfach eine endliche Funktion haben. Die soll messbar sein. Ja, messbar bezüglich der Borel-Sigma-Algebra hier und der erweiterten Borel-Sigma-Algebra hier. Für das messbar. So, und jetzt im Prinzip dieselbe Aussage, die wir letztes Mal auch hatten. Ich schreibe sie diesmal in einer anderen Form. Wir hatten letztes Mal diskutiert, dass die Wohldefiniertheit oder Existenz wir im Prinzip auf die gleiche Art beweisen. Ich schreibe die Aussage diesmal mit Existenz hin. Also das Integral R, G, D, P, F existiert. Und hier ist die Hauptaussage genau dann, wenn die Summe k gleich 1 bis n, Betrag g von ak mal pk kleiner unendlich ist. Kurz hier wieder. Existenz bedeutet, dass das Integral wohldefiniert und endlich ist. Dafür gab es zwei verschiedene Varianten. Entweder Integral über Positivteil ist endlich und Integral über Negativteil ist endlich. Alternativ, das haben wir letztes Mal ausführlich diskutiert, Integral über den Betrag endlich. So, das ist die erste Aussage. Wenn es existiert, gibt es noch eine Berechnungsformel. Und zwar Integral g d p f ist gleich der Summe k gleich 1 bis n g von a k mal p k. Wird euch vermutlich nicht sehr überraschen. Das ist genau wie in dem Theorem
mit Dichten. Da sah das auch so aus, dass für die Wohldefiniertheit hier ein Betrag stand und dann in der Hauptaussage die Gleichheit ohne Betrag stand. Das ist genau das Gleiche. Kleine wichtige Bemerkung, einfach weil Dinge sicherlich am Anfang kompliziert sind mit existiert, wohldefiniert etc. Erstens, wir schauen uns gleich ein Beispiel an, an dem ihr seht, es ist wichtig, über Wohldefiniertheit nachzudenken. Und zweitens, das möchte ich auch noch kurz hinschreiben, in den meisten Fällen, die wir, oder in vielen Fällen, vielleicht nicht den meisten, wird g eine endliche Funktion sein und n wird eine endliche Zahl sein. Dann ist natürlich das eine Summe über endlich viele reelle Zahlen und sie ist immer endlich. Das heißt, in vielen Fällen braucht man sich da gar keinen Gedanken drüber zu machen, im diskreten Fall. Aber natürlich nicht in allen. Also beachte, oft gilt, g ist kleiner als plus unendlich und größer minus unendlich. Also g ist einfach eine reelle Funktion, n aus n. Ja, und in dem Fall ist diese rechte Seite immer endlich. Ganz wichtig für viele Beispiele, nicht darüber nachdenken, sondern einfach die Rechenregel einsetzen. Und was sagt die Rechenregel? Die sagt einfach, summiere die Wahrscheinlichkeiten mal die Funktion an der Stelle, für die wir die Wahrscheinlichkeit haben. Ihr braucht keine Sorge haben, wir machen viele, viele Übungsaufgaben zu dem Thema. Stochastik ist nicht nur abstrakte Integrationstheorie, nein, Stochastik ist wirklich ganz konkretes Rechnen mit Beispielen. Wir machen ganz, ganz viele Beispiele. Alles, was wir haben an rechenbaren Beispielen, kommt auf den Übungsblättern. Ihr werdet also viel Rechenroutine kriegen. Das wird am Ende, jeder wird wissen, wie man damit rumrechnet. Selbst wenn vielleicht das noch nicht ganz verstanden ist. So, Beweis. Es gibt viele Arten, das zu beweisen. Und ich nehme einfach eine Art, die ich zum einen hübsch finde und zum anderen, die gut ist fürs Verständnis, weil wir gewisse Dinge benutzen aus der Integrationstheorie, die wir an dem Beispiel wiederholen können. Wir könnten auch den gleichen Beweis wie letztes Mal durchziehen. Also hier könnt ihr selber kreativ werden, das kann man auf viele Arten beweisen. Das ist jetzt aber, finde ich, wirklich ein sehr hübscher Trick. Also wir machen wie immer die Unterscheidung, uns erst g größer gleich 0 anzuschauen. Da gibt es einfach Dinge, die man einfacher machen kann, zum Beispiel monotone Konvergenztheorien. Und im zweiten Schritt zerlegen wir g in Positivteil und Negativteil, so wie wir das letztes Mal ein paar Mal getan haben. So, wir machen jetzt nur aus didaktischen Gründen die Zerlegung oder die Unterscheidung, dass wir einmal uns angucken, n ist eine endliche Zahl und einmal n ist plus unendlich. Wir könnten auch gleich den schwierigeren Fall machen, aber wenn man den ersten Fall erstmal sieht, dann kann man vielleicht im zweiten Fall auch besser schätzen, warum monotone Konvergenztheorien was Nettes ist. Also erstens nehmen wir an, n aus n. So, und hier kommt der Trick, der wunderbar fürs Verständnis ist. Was ist in diesem Fall PF? PF ist ein Maß. Ein Maß auf der Borel-Sigma-Algebra. Das ist abstrakt. Das ist abstrakt definiert worden durch den Zusammenhang zu der Verteilungsfunktion. Aber in diesem Fall eines diskreten Maßes können wir dieses Maß PF explizit hinschreiben. Ihr habt das auf den Übungsblättern gemacht. Und zwar gilt, PF ist nichts anderes als die Mischung von Dirac-Maßen. PK, Dirac, AK. Das ist ganz, ganz wichtig fürs Verständnis. Das ist ein Maß, das ist Maß, das Masse hat auf der Menge dieser AKs. Sonst nirgends. Ja, das Maß für die Einpunktmenge AK ist PK. So, wie zeigt man das oder wie habt ihr das gezeigt? Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man tief genug die ganze Theorie versteht und weiß, wie man zeigt, dass Maße gleich sind. Naja, wie zeigen wir, dass Maße gleich sind?
Okay, ihr habt eine Minute darüber nachgedacht. Wir haben schon ein paar Mal gemacht. Ich hoffe, ein paar haben einfach sofort das richtige Keyword gesagt und das ist? Dünken-Systeme. Dünken-Systeme. Ja, Eindeutigkeitssatz von Maßen. Das heißt, was muss man zeigen? Naja, man muss einfach nur PF von Intervallen ausrechnen und dieses Maß von Intervallen ausrechnen. Und wenn man es einsetzt, kommt einfach sofort das Gleiche raus. So ging die Übungsaufgabe. Warum? Beide Maße sind identisch auf schnittstabilen Erzeuger. Ja, man könnte, oder alternativ anders gesagt, man rechnet von beiden Maßen die Verteilungsfunktionen aus. Und die Verteilungsfunktionen sind gleich, und das haben wir schon in dem Themenblock über Dünken-Systeme besprochen, dass dann die Maße gleich sind. Ja, und dann Eindeutigkeitssatz. Und das war Dünken-Systeme. So, okay. Warum ist das nützlich? Das heißt, wir sprechen über nichts Abstraktes, wir sprechen über dieses Maß. Und jetzt benutzen wir einen Trick. So, der Trick ist, dieses Maß ist ja was sehr Klares. Das ist das Maß, das einfach nur Masse auf diesen Stellen A hat. So, das heißt, es hat keine Masse auf R ohne diese Stellen. Also es gilt für dieses Maß, weil die gleich sind, dass R ohne A1 bis AN eine Nullmenge ist für dieses Maß. Ja, weil wir wissen, dass dieses Maß das ist. Ist eine PF-Nullmenge. So, und jetzt kommt der Trick. Wir haben gezeigt, ich glaube in der vorletzten Vorlesung, dass wenn ich eine Funktion auf einer Nullmenge ändere, dann ändere ich das Integral nicht. So, deswegen gucken wir uns jetzt nicht mehr die Funktion g an, sondern wir multiplizieren g mit dem Indikator auf dem Komplement hiervon. Also, daher gilt, ich schreibe es einmal sauber hin, Integral g dpf ist gleich Integral r g mal Indikator von A1 bis AN. DPF. Okay, warum? Die Funktion sind gleich auf der Menge A1 bis AN. Da ist nämlich das eine 1. Sind ungleich, möglicherweise, auf der Menge R ohne die, das ist aber eine Nullmenge. Das heißt, in der Formulierung dieses Satzes wäre das die Funktion g, das die Funktion f. Ich habe bestimmt noch irgendwo mir aufgeschrieben, wie der Satz hieß. 3,1,15 war das. Also das war die Funktion f, das war die Funktion g. Oder andersrum, die sind fast überall gleich. Also sind die Integralen gleich. So, das ist der Trick. Und das rechts können wir ganz einfach ausrechnen. Okay, machen wir das mal. Also, die Gleichheit haben wir. Jetzt überlegen wir uns mal, was das ist. Das ist ein Trick, den wir schon mehrfach gesehen haben. Das ist ein Indikator über die disjunkte Vereinigung von messbaren Mengen. Und was sind die? Das sind die Einpunktmengen, A1 bis AN. Das heißt, ich kann den Indikator über die disjunkte Vereinigung auch schreiben als die Summe über die einzelnen. Ja, das ist ein Trick, den wir schon mehrfach benutzt haben. Für Mengen CK oder AK hießen die. So, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt benutze ich einfach, dass das eine Summe ist. Ich kann das G da einfach reinziehen. So, des Weiteren ist das eine endliche Summe, weil wir angenommen haben, dass n eine endliche Zahl ist. Das heißt, ich kann Linearität benutzen und die Summe aus dem Integral rausziehen. Ja?
So, das heißt, wegen Linearität steht da, Summe ist draußen. Jetzt bleibt das Integral hier. Hier ist die Summe ist draußen, das g ist da. Jetzt steht da g mal Indikator ak dpf. Okay. So, aber was ist das? Hier steht ja eine Funktion. Das ist die Funktion, die ursprünglich, ich mal so ein grobes Skizzenbild, die ursprüngliche Funktion g nimmt und multipliziert mit diesem Indikator an einer Stelle, nennen wir das ak. Das heißt, in dem Produkt steht für ein festes Omega g von Omega mal Indikator von ak. Der ist aber entweder 0 oder 1. Wenn der 0 ist, steht da 0. Also wenn ich ein Omega nehme, das nicht ak ist, steht in dem Produkt wegen dem hier immer 0. So, was ist an der Stelle ak? An der Stelle ak steht der Wert, an der Stelle ak steht der Wert g von ak. Das heißt, da steht g von ak mal 1. Das heißt, hier steht der Wert. Das heißt, das Gelbe ist das Produkt, das g mal Indikator ak, ist tatsächlich das gleiche wie g von ak mal Indikator von ak. Alle anderen Werte von g spielen gar keine Rolle. Die Funktion, die hier steht, die gelbe, ist einfach das gleiche wie g von ak Indikator ak. Das heißt, das ist die Funktion, auf die Omega noch wirkt und g ist einfach eine Konstante. So, jetzt ist das aber nett. Was steht denn hier? Naja, jetzt steht hier einfach nur ein Integral über eine einfache Funktion. Das ist einfach die Höhe und das hier, ja, also das ist quasi Höhe, das eine ist Breite. Das ist eine einfache Funktion. Das ist aus Epsilon plus. So, das heißt, ich weiß, wie ich das berechne. Okay, damit das Ganze einigermaßen kompakt bleibt, schreibe ich die letzten zwei Gleichheitszeichen hier noch hin. So, das ist, hier ist ein Integral über eine einfache Funktion, dp. Ich weiß, was das ist. Einfach per Definition ist das die Höhe mal die Breite im Sinne dieses Maßes. Also hier steht jetzt Definition und dann steht da die Summe k gleich 1 bis n. So, jetzt steht da die Höhe g von ak mal die Breite des Indikators bezüglich dieses Maßes, das hieß meistens μ, hier heißt das p oder pf, steht da halt pf von ak. So, aber was ist pf von ak? Pf ist dieses einfache Objekt, die einfache Mischung, das hatten wir eine Mischung genannt, von den Dirac-Maßen. So, wenn ich hier einsetze ak, also als Menge setze ich jetzt auf beiden Seiten die Einpunktmenge ak ein. Wenn ich das ak habe, dann gilt, erinnert euch an die Definition des Dirac-Maßes, die da oben gerade nochmal eingeblendet wird. Dirac-Maß von einer Menge a ist 1, wenn, Dirac-Maß eines Elementes ak ist 1, wenn ak in der gegebenen Menge drin liegt und 0 sonst. Das heißt, wenn ich hier die Einpunktmenge nehme, dann ist das 1 für ak und 0 sonst. Das heißt, einer von diesen Summanden ist 1 und alle anderen sind 0. Und der mit 1 wird noch multipliziert mit pk. Das heißt, hier steht in dieser Summe 1 mal pk. Das heißt, übrig bleibt pk. Das ist alles. Was haben wir also gezeigt? Weil wir hier mal durcheinander geschrieben haben, male ich mal vielleicht beide Seiten an. Linke Seite war das, rechte Seite war das. Und wenn wir die Behauptung nochmal angucken, ist das genau das, was wir zeigen wollten, hier, wenn g eine nicht negative Funktion ist. Gut.
jetzt geht's weiter mit dem nächsten Fall, n gleich unendlich. Wir hätten es gleich so machen können, alles auf einmal, aber ich denke, hier ist das ein bisschen auseinandergezogen worden, weil da der wesentliche Trick mit diesen Nullmengen benutzt wurde und jetzt im zweiten Schritt im Prinzip alles genauso ist. Der einzige Unterschied ist, dass wir noch einmal monotone Konvergenz benutzen müssen, weil die Summe jetzt keine endliche Summe ist. Und ich darf eine unendliche Summe nicht einfach so aus dem Integral ziehen, weil Linearität nur für endlich viele gilt. Jetzt könnt ihr kurz noch mal fragen, warum gilt es überhaupt für endlich viele? In dem Satz stand doch nur 2. Aber wenn ich 2 habe, ihr seid ja mittlerweile in einem höheren Semester, wisst ihr sofort, was ich tue. Induktion, das heißt, wenn ich für 2 habe, habe ich es auch für endlich viele. Endlich viele heißt aber nicht unendlich viele. Und da kommt monotone Konvergenz ins Spiel. Also, wie nenne ich das? N gleich plus unendlich. So, im Prinzip gleiches Argument. Also analog plus monotone Konvergenztheorem. So, wir rechnen mal durch. Ich schreibe nicht die ganze Notation wie gerade nochmal hin. Also wir rechnen Integral g dpf aus. Der Trick ist wieder der gleiche. Ich sage, pf ist die Summe von Dirac-Maßen. Das wird an der Stelle benutzt. Also pf ist die Summe, jetzt halt eine unendliche Summe, von pk delta ak. Also dasselbe benutze ich, dasselbe Argument mit der Nullmenge benutze ich, um zu sagen, das Integral ist das gleiche wie das Integral g mal den Indikator a1, a2 und so weiter. Das sind jetzt unendlich viele. Jetzt mache ich das gleiche Argument, ich schreibe das mit der Reihe hin. Da steht jetzt also, ich kürze ein bisschen ab, weil es genau das gleiche ist wie gerade eben. Da steht jetzt die Summe k gleich 1 bis unendlich, g von ak, Indikator ak. Genau das Argument wie gerade. Da spielt es keine Rolle, ob es endlich viele sind oder unendlich viele sind. Es ist einfach genau identisch. Okay. So, jetzt kommt der Schritt, dass ich die Summe tauschen wollte. Hier wollte ich Linearität benutzen oder würde ich gerne, wie gerade, geht aber nicht. So, darum müssen wir hier jetzt aufpassen. Was machen wir? Wir schreiben einfach das als Grenzwert, das ist ja eine Reihe, der endlichen Summe, n gegen unendlich. N gegen unendlich, g von ak, Indikator ak, dpf. Das, was hier steht, nennen wir f, n. Alles sind nicht negative Summanden, weil wir angenommen haben, dass g größer gleich 0 ist. Das heißt, wenn n größer wird, summieren wir einfach nur mehr Summanden. Damit ist fn wachsend. Ja, fn ist wachsend in n. Wachsend brauche ich für monotone Konvergenztheorien. Das heißt, hier steht Limes von fn, monotone Konvergenz sagt uns, nimm den Limes raus. Jetzt steht hier eine endliche Summe. Okay. So, was mache ich jetzt? Jetzt argumentiere ich genau wie gerade eben. Das geht jetzt raus mit Linearität. Das Integral, was da steht, ist genau das Integral, was wir uns gerade überlegt haben. Das ist eine einfache Funktion. Das heißt, das ist genau wie gerade eben. Was war das? Das war g von ak, die Höhe der einfachen Funktion, mal das Maß von der Menge, pf von ak. Pf von ak war pk, weil das eine Summe von Dirac-Maßen war. Und jetzt habe ich diese Summe da stehen mit dem Grenzwert und jetzt benutze ich wieder die Definition der Reihe. Dann steht also da die Reihe bis unendlich g von ak pk. Exakt das gleiche Argument. Der einzige Unterschied ist hier an der Stelle, dass ich monotone Konvergenz noch brauche.
Merkt euch das. Das ist ganz oft so, dass wenn ich eine unendliche Summe habe, ich sie genauso behandeln kann wie eine endliche Summe plus monotone Konvergenztheorien. So, jetzt der letzte Schritt ist vielleicht euch mittlerweile auch schon lästig geworden, weil es immer gleich ist. Wir haben gerade angenommen, g ist größer gleich 0. Dafür haben wir die Aussage gezeigt, die wir haben wollten. Jetzt brauchen wir den allgemeinen Fall. Also g allgemein. Wir zeigen erst die erste Aussage. Das Integral existiert. Naja, genau dann. Jetzt gibt es zwei Arten zu argumentieren. Entweder ich sage, Integral über den Positivteil ist endlich und Integral über den Negativteil ist endlich. Und dann gucke ich mir mit dem Teil 1 die einzeln an. Oder ich sage an der Stelle, und das mache ich hier jetzt mal, Integralbetrag g dpf ist kleiner und endlich. Oder existiert. Benutze mal den Begriff existiert. Ah nee, ich sollte kleiner und endlich sagen. Ist in dem Fall das gleiche, weil es nicht negativ ist, aber wir wollen das in der Notation behalten. So, das haben wir gerade ausgerechnet. Das ist gleich der Summe über g mal pk, aber g ist jetzt Betrag. Deswegen steht da die Summe über Betrag g von ak mal pk. Ja, die Dinger sind einfach gleich nach 1. Egal, ob n endlich ist oder nicht, gilt einfach in beiden Fällen. Das haben wir in a und in b gezeigt. So, und was ist das? Ah, das ist die Aussage. Ja, wir können jetzt nochmal gucken, was wollten wir haben. Das, hier steht, das Integral existiert, ist also wohldefiniert unendlich, genau dann, wenn die Summe endlich ist. Und das ist genau das, was wir hier haben. Der erste Teil ist also gezeigt. Und jetzt das andere Lästige, das Ausrechnen, geht auch immer gleich. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Integral gdp f über r. Jeder, der nicht an dieser Stelle sofort weiß, was er tun sollte oder sie tun sollte, geht jetzt nochmal ganz kurz in sich. Okay, das hat hoffentlich gereicht. Natürlich schreiben wir das als Differenz von Integral über den Positivteil und den Negativteil, weil es so definiert war. Immer das Gleiche. Also steht da g plus dpf minus Integral g minus dpf. Die haben wir ausgerechnet im ersten Schritt. Das ist ja größer gleich 0. Das ist größer gleich 0. Das ist also die Summe k gleich 1 bis n g plus ak pk. Das ist die Summe g minus ak pk. Jetzt ziehe ich das zusammen. Das darf ich für endliche Summen sowieso tun, für unendliche Summen wegen der Rechenregeln für Reihengrenzwerte, ja, an der 1. Also steht hier n, k gleich 1, das kommt zusammen, pk wird ausgeklammert, g plus von ak minus g minus von ak pk, aber das hier ist ja nichts anderes als g von ak. Ja, weil jede reelle Zahl zerlegt gibt die Zahl plus minus die Zahl negativ. So, und das ist die Aussage. Ich schreibe es noch vielleicht zur Vollständigkeit hin. Das Integral, das wir wollen, ist also gleich die Summe k gleich 1 bis n g von ak pk. Das war's. Das war jetzt sehr, sehr ausführlich. Aber ich glaube, gerade der Trick mit der Nullmenge ist wirklich gut, an dieser Stelle den mal zu sehen, weil das einfach schwierig ist, erstmal zum Verständnis und hier einfach gut ist zum Rumzuspielen. Jetzt haben wir Rechenregeln und Rechenregeln wollen wir jetzt auch benutzen in ganz konkreten Beispielen. Also wir rechnen jetzt mal als Beispiel in zwei einfachen Situationen das erste Moment aus. Das heißt, die Funktion g von x ist die Identität g von x gleich x. Also, erstes Moment des Würfelexperimentes.
Das können wir auf zwei Arten modellieren. Das können wir entweder mit einem endlichen Wahrscheinlichkeitsraum mit den Elementarereignissen 1, 2, 3, 4, 5, 6 modellieren. Oder wir können es modellieren mit ein bisschen Overkill an Notationen durch die reellen Zahlen, die Borel-Sigma-Algebra und die diskrete Verteilung, die nur Werte auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 annimmt und die entsprechenden PKs und alle ein Sechstel. Ja, die Dinge haben wir hoffentlich in den Übungen ausreichend besprochen, dass das klar ist, dass das geht. Also was machen wir? Wir nehmen A1 gleich 1, A2 gleich 2 bis A6 gleich 6 und P1 gleich P6 gleich 1 Sechstel. Ja, wir sind also in der Situation mit n gleich 6 einer diskreten Verteilung. Das sind die reellen Zahlen, das sind die Zahlen, die sich zu 1 summieren. So, jetzt benutzen wir einfach die Definition. Also, was kriegen wir? Dann gilt Integral x dpf, das Ding hatten wir erstes Moment genannt. Jetzt benutzen wir die Formel, die wir gerade bewiesen haben, 3, 3, 3. Wir sind in dem Setting, dass g immer endlich ist, g von x gleich x, unendlich taucht nicht auf, n ist endlich, das heißt, der Test, ob das Integral existiert, ist überflüssig. Natürlich existiert das, weil alles endlich ist. So, jetzt müssen wir einfach nur einsetzen, die Formel, k gleich 1 bis 6, dann steht da g von ak, g von ak, g ist die Identität, gibt einfach die k's, mal pk, und pk ist jeweils ein Sechstel. Ja, habt ihr sicherlich in der Schule schon mal gesehen. Das, oder ihr setzt einfach mal schnell ein, kommt 3,5 raus. Sagt euch irgendwie schon was. 3,5 beim Würfelexperiment. Was sagt euch 3,5 beim Würfelexperiment? Falls ihr Stochastik in der Schule hattet, ich hoffe, ihr hattet es nicht, um an dieser Stelle nicht verwirrt zu sein, und gelernt habt ihr wahrscheinlich auch nicht viel. Wenn ihr es gesehen habt, dann hieß das damals Erwartungswert. Das ist tatsächlich kein Zufall. Und in 3 Wochen oder ähnliches werden wir das auch Erwartungswert nennen. Jetzt an der Stelle noch nicht, um keine Verwirrung zu schaffen, um nicht falsche Hoffnung an der falschen Stelle zu erzeugen. Für den Moment heißt das erstes Moment und in 3 oder 4 Wochen heißt es auch Erwartungswert. Okay, aber es ist erstmal ein Rechending. Jetzt machen wir das uniforme Ziehen auf 0,1. Wir ziehen jetzt also eine Zahl aus 0,1, sodass kein Ort oder keine Teilmengen von 0,1 durch ihre Lage bevorzugt sind. Intuitiv, was sollte der Erwartungswert sein? Nach einer ganz intuitiven Vorstellung? 1,5 wahrscheinlich. Ja, ohne dass ich jetzt sage, was ein Erwartungswert sein soll. Rechnen wir also mal das erste Moment aus und weil wir vielleicht das später mal Erwartungswert nennen, denken wir vielleicht, dass 0,5 rauskommt. Schauen wir mal. Also, erster Moment. Von, wie hatten wir es genannt, u von 0,1. Also, was machen wir? Wir haben eine absolut stetige. Ja, das haben wir auf den Übungsblättern gemacht. Wir hatten es definiert über die Verteilungsfunktion. Die Verteilungsfunktion sah so aus. Die ging hier von linear von 0,1 hoch. Und auf den Übungsaufgaben habt ihr gezeigt, dass das absolut stetig ist und die Dichte die Indikatorfunktion auf 0,1 ist. Also das ist groß f. Das ist klein f. Ja, damit die Funktion klar ist. Indikator 0,1, also 0 hier, 1 hier, 0 hier. Eins der schönen Beispiele von absolut stetig, weil es einfach super einfach ist. Rechnen wir also mal aus. Integral über r, x dpf. Das ist was? Das ist das Integral nach unserem Satz davor. Das müsste 3, 3, 2 gewesen sein. Was machen wir? Rechenregel sagt einfach, nehmen wieder die Funktion g, das war hier die Identität, x und multipliziere die mit der Dichte, schreibt man einmal ausführlich mit f, und rechne das Integral aus. Was ist hier f? Naja, f ist der Indikator von 0 bis 1, das heißt, was da steht, ist das Integral von 0 bis 1, das sind die Grenzen, die uns der Indikator gibt, x dx.
Ja, und jeder, der daran scheitert, das Integral auszurechnen, geht sofort zurück in die Schule oder ins Schloss. Oh, habe ich nicht gesagt. Gleich 1/2. Aha, 1/2 ist rausgekommen. So, zwei Beispiele. Eins diskret, eins absolut stetig. Jetzt eine kleine Zwischenbemerkung. Ihr könntet vielleicht an der Stelle denken, zu Recht, warum haben wir Integrationstheorie gemacht? Ich könnte doch auch einfach dieses Integral definieren, indem ich sage, naja, im diskreten Fall ist das die Summe über g von ak mal pk und im stetigen Fall ist das das Integral g von x mal f von x dx. Dann würde ich das so definieren und fertig. Und ich hätte gleich auch schon die Rechenregeln, die wir jetzt gerade da in 333 und 332 bewiesen haben. Stimmt. Aber, das ist die nächste Bemerkung, es ist nicht jede Verteilung entweder absolut stetig oder diskret. Es gibt auch sogenannte singulär stetige Verteilungen. Also Warnung. Oder stetig singulär heißt, ich glaube so rum, würde man sagen. Nicht jede Verteilungsfunktion ist absolut stetig oder diskret. Es gibt auch Verteilungsfunktionen, die stetig sind, jedoch keine Dichte haben. Und solchen Verteilungsfunktionen gibt man den Namen stetig singulär, singulär stetig, stetig singulär. An der Stelle haben wir keine Rechenregel, keine einfache Rechenregel für das Integral. Wir könnten an der Stelle also nicht die Abkürzung wählen und das definieren durch das Integral über die Dichte oder das Integral, die Summe über die pks und aks, weil es nicht existiert. Für die ist das Integral das, was wir definiert haben. Pf ist das Maß, das es zu der Verteilungsfunktion gibt. Das gibt es nämlich für alle Verteilungsfunktionen, egal ob die absolut stetig oder diskret sind. Das gibt es also. Das ist ein abstraktes Integral gegen ein Maß, das haben wir konstruiert. In der Integrationstheorie haben wir immer nur irgendein Maß μ angenommen. Und dann ist das da. Das heißt, um Stochastik wirklich für alle möglichen Modelle zu machen, muss man Integrationstheorie machen. Um Stochastik abzukürzen und in einer kleineren Welt, also wir haben die große Welt der ganzen Stochastik und wir haben die kleinere Welt der diskreten und die andere kleine Welt der absolut stetigen. Um das zu machen, könnte ich die Integrationstheorie weglassen und hier über Summen reden und hier einfach über Integral aus Analysis 1 reden. Die Fälle könnte ich hier jedoch nicht machen. Und ein Beispiel, wenn ihr mal ein bisschen rumgoogeln wollt, da wäre die sogenannte Cantor-Verteilung. Ja, ich schreibe mal hier zu, diskret. Hier ist absolut stetig. Gibt es also. Will ich hier jetzt nicht drauf eingehen, das geht ein bisschen zu weit, weil die natürlich sofort hässlich sind. Diskret wisst ihr, was es ist und absolut stetig, naja, wenn ihr ein f habt, das zum Beispiel differenzierbar ist, dann habt ihr den Hauptsatz. Und der Hauptsatz sagt euch, es gibt eine Dichte.
Das heißt, alles, was hier ist, muss automatisch hässlich sein. Es darf stetig sein, aber nicht differenzierbar. Ja, und dann wird sofort hässlich. Habt ihr vielleicht in anderen Designs schon ein bisschen mitgekriegt. So viel dazu. Wir wollen jetzt das Kapitel beenden durch zwei Diskussionen. Die eine Diskussion ist ein bisschen dreckig und nicht wirklich mathematisch rigoros. Ich nenne es mal Integrale auf einen Blick erkennen. Grob sehen, funktioniert das Integral oder funktioniert es nicht, ist eine gute Eigenschaft, weil es immer gut ist, zu wissen, was man beweisen möchte. Wenn man direkt schon sieht, okay, das Integral muss unendlich sein, dann kann man nochmal drüber nachdenken, warum es so ist. Das wollen wir jetzt diskutieren. Und der zweite Punkt ist, das, was ich euch versprochen habe als Motivation von Integralen, wir gucken uns Konzentration von Maßen an und lernen eine Daumenregel, die ihr möglicherweise in VWL-Vorlesungen schon gehört habt oder irgendwann hören werdet. Also, das erste ist ganz wichtig und jetzt wird es aber ein bisschen dreckig. Integrale auf einen Blick erkennen. Also, hier kommen jetzt einfach so ein paar Standardtricks, an die ihr euch einfach gewöhnen könntet. Also, das erste ist vielleicht ein kleines Lemma, das euch sagt, in welchen Fällen gewisse Momente einfach sowieso null sind und ihr gar nichts rechnen braucht. Also, ist das 2k plus erste Moment, von einem f wohl definiert, also das Integral macht erstmal Sinn, und f ist absolut stetig, mit Dichte klein f, so gilt, ist f achsensymmetrisch, so ist das Integral, das erste Moment, das 2k plus erste Moment, dpf gleich 0. Das sieht immer ein bisschen hässlich aus. Da soll einfach nur stehen, ungerade Zahl. Aber wenn ihr wollt, dürft ihr auch gerne hinschreiben, ist das k-te-Moment wohl definiert für k ungerade. So, warum? Ganz einfach und im Prinzip ist das ist Schulwissen. Es geht einfach um punktsymmetrisch und achsensymmetrische Funktionen. Also hier achsensymmetrisch bedeutet sowas. Ja, symmetrisch zur y-Achse. Also da steht, dass in dem Fall f von x gleich f von minus x ist. Ja, zumindest als ich noch in die Schule gegangen bin, wurde sowas diskutiert. Das andere war, zu achsensymmetrisch gab es punktsymmetrisch. Das war dann zum Ursprung symmetrisch. Das ist dann irgendwie sowas wie x hoch 3 zum Beispiel. Da steht dann f von x gleich minus f von minus x. Achsensymmetrisch, punktsymmetrisch. So, und jetzt ist alles sofort klar, warum. Was wollen wir berechnen? Also, weil wir angenommen haben, dass alles wohl definiert ist, können wir ohne nachzudenken die Rechenregel aus, 3, 3, 2 nehmen. Also Integral x hoch 2 k plus 1, unser Moment, dpf von x ist das Integral über x hoch 2 k plus 1, f von x dx. Das hier nennen wir h von x. So, und jetzt ist der ganze Trick, dass h von x punktsymmetrisch ist, wenn das f von x achsensymmetrisch ist. So, was heißt das? Also es gilt, naja, wir setzen einfach mal schnell ein, h von minus x, was ist das? X hoch 2k plus 1 ist in dem Fall, x hoch 2k macht es zu positiv,
x kommt das Minus raus, minus x hoch 2 k plus 1. Dann steht da noch f von x, f von minus x. Weil aber per Annahme f achsensymmetrisch ist, das also gilt, kann ich das Minus hier rausstreichen. Ja, hier benutze ich f achsensymmetrisch. Das geht also raus. Hier steht h, da ist ein Minus, steht also minus h von x. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir ein reelles Integral über eine punktsymmetrische Funktion. Wir haben angenommen, das Integral ist sinnvoll definiert. Was ist das? Das ist 0. Das habt ihr vielleicht in der Schule schon gesehen. Wenn nicht, ist egal. Was macht ihr? Ihr zerlegt einfach das Integral in den Teil von 0 nach plus unendlich plus das Integral von minus unendlich nach 0. Dann substituiert ihr einmal x gleich minus x und dann benutzt ihr einmal diese Symmetrie und dann kürzt sich, steht zweimal das Gleiche da, aber einmal mit Minus und kürzt sich raus. Also, das ist eine Rechenregel. So, die Konsequenz ist zum Beispiel, wenn ich die Normalverteilung nehme und ich schon weiß, dass das wohl definiert ist, das diskutieren wir gleich, dann weiß ich sofort, dass alle ungeraden Momente 0 sind, ohne loszurechnen. Also das ist so einer von den, ich gucke die sofort an und ich weiß, ah ja klar, ich erinnere mich daran, muss automatisch 0 sein. So, ich möchte, bevor wir eine andere dreckige Rechen- oder Vergleichssache uns anschauen, ein Warnungsbeispiel machen. Eine große Warnung für genau dieses Setup, warum das wohl definiert gebraucht wird. Wir schauen uns jetzt die Cauchy-Verteilung an. Die Cauchy-Verteilung sieht nämlich so aus, das ist achsensymmetrisch, aber die Momente sind nicht wohl definiert. So, das ist jetzt vielleicht mal das Beispiel, das ihr immer im Kopf haben müsst, warum wir überhaupt über Wohldefiniertheit sprechen. Ja, bis jetzt denkt ihr ja vielleicht die ganze Zeit, was labert der? Wohldefiniertheit, was soll das? Integrale sind immer okay. Nein, Integrale sind nicht immer okay. Und das ist das Beispiel. Cauchy-Verteilung muss in eurem Kopf neben das Wort Wohldefiniertheit. Also Beispiel. Oder ich nenne es mal besser Warnung direkt. Warnung 3, 3, 7. Cauchy-Verteilung. So, ich gebe euch einfach ein Beispiel. Also, f von x, behaupten wir mal, zeigen das schnell, Behauptung, f von x gleich 1 durch Pi, oder definiert als 1 durch Pi, 1 durch 1 plus x Quadrat, x aus R, ist eine Dichte. Das heißt, es gibt eine Verteilungsfunktion f, die zu dieser Dichte gehört. Was müssen wir checken? Wir brauchen f größer gleich 0. Ja, ist klar, 1 durch Pi spielt keine Rolle, x Quadrat macht positiv, da stehen nur positive Sachen. Okay. Das Schwierigere ist, das Integral von r auszurechnen. Über r auszurechnen. Das muss 1 sein für die Definition der Dichte. Rechnen wir es also einfach mal aus. Da steht also was? Wir brauchen das Integral, 1 durch Pi ziehe ich raus. Integral minus unendlich, unendlich, einfach nur eine andere Notation. 1 durch 1 plus x Quadrat dx. So, wie rechne ich das aus? Naja, ich hoffe, ihr habt in Analysis 1 integrieren gelernt. Jeder, der es vergessen hat oder nie richtig gelernt hat, lernt es jetzt bei uns richtig. Was machen wir? Das ist ein uneigentliches Integral. Ja, jetzt die Frage, wie ihr uneigentliche Integrale definiert habt. Wenn ihr es vergessen habt, macht das nichts und wir machen es einfach mit monotonen Konvergenztheorem. Wir sagen einfach, naja, ich schreibe es mal anders um, das ist 1 durch Pi, Integral minus unendlich bis unendlich, Indikator über R, 1 durch 1 plus von x, 1 durch 1 plus x Quadrat dx. Indikator über R kann ich schreiben als wachsender Grenzwert der Indikatoren minus n bis n. Ich mache gerade noch nichts an der Stelle.
Ich schreibe einfach alle Dinge in komische Formen um. Da steht Indikator minus n bis n von x, n gegen unendlich, 1 durch 1 plus x Quadrat dx. Das, was hier steht, ist eine Folge fn, die wächst. Das heißt, ich darf den Grenzwert rausziehen mit monotoner Konvergenz. Wenn ich den rausgezogen habe, dann schreibe ich die Grenzen ans Integral ran. Ja, also hier ist monotone Konvergenztheorem oder irgendwas, wie ihr uneigentliche Integrale in Anna 1 definiert habt. Da steht jetzt Limes n gegen unendlich, 1 durch Pi, Integral minus n bis n und 1 durch 1 plus x Quadrat dx. So. Jetzt gab es einen Grund, warum ihr in, oder, ja, als Stochastiker gab es einen Grund, warum ihr in Analysis 1 über den Arcus-Tangens gesprochen habt. Warum? Der Arcus-Tangens ist die Stammfunktion davon. Ja, also Arcus-Tangens abgeleitet ist 1 durch 1 plus x Quadrat. Das heißt, der Hauptsatz an der Stelle sagt euch, das ist Stammfunktion rechte Seite minus Stammfunktion linke Seite. Da steht also Limes 1 durch Pi. Hier steht jetzt Arcus-Tangens. An der Stelle n, an der Stelle minus n. Das heißt, was steht hier? Da steht 1 durch Pi. Limes von Arcus-Tangens von n minus Arcus-Tangens von minus n für n gegen unendlich. Okay, ich bin ziemlich sicher, dass an dieser Stelle jeder von euch gerade rätselt, verdammt, wie sah denn noch der Arcus-Tangens aus? Das kann ich völlig verstehen, weil in Analysis 1 euch noch niemand gesagt hat, dass der Arcus-Tangens für Stochastik wichtig ist, für die Cauchy-Verteilung. Wie solltet ihr euch das merken damals? Jetzt werdet ihr es natürlich nie wieder vergessen. Arcus-Tangens gehört zur Cauchy-Verteilung. Also Bild, wie sieht der Arcus-Tangens aus? Tangens war das Ding hier und Arcus-Tangens ist das Ding hier. Hier geht's nach Pi halbe und hier minus Pi halbe. So, das heißt, hier steht in dem Grenzwert Pi halbe minus minus Pi halbe. Da steht also Pi halbe plus Pi halbe, da steht Pi und hier steht 1 durch Pi. Kommt 1 raus. Deswegen brauchen wir in der Cauchy-Verteilung das 1 durch Pi davor. Also 1 durch Pi kommt von dem Grenzwert vom Arcus-Tangens und Arcus-Tangens kommt wegen Ableitung 1 durch 1 plus x². Also f ist eine Dichte. Schauen wir uns jetzt die Verteilungsfunktion an und dann gucken wir uns das Moment der Verteilungsfunktion an. Nachdem wir jetzt gezeigt haben, dass diese komische Funktion 1 durch x², 1 durch Pi tatsächlich eine Dichte von einer Verteilung ist, wollen wir jetzt zwei Sachen machen. Wir gucken uns einmal am Bildchen ein bisschen an, was der Unterschied zur Normalverteilung sein könnte. Und dann zeigen wir, dass die zugehörige Verteilungsfunktion, die wir dann Cauchy-Verteilung nennen, keine wohl definierten ersten Momente hat und die anderen auch alle nicht. Malen erstmal ein Bildchen. Also für die Normalverteilung habt ihr hoffentlich alle euch gemerkt, dass die irgendwie so aussieht. Das ist die gaußsche Glockenkurve. Ja, wir malen natürlich immer nur qualitativ. So richtig gut ist das nicht. Deswegen male ich jetzt auch nur qualitativ den Unterschied zur Cauchy-Verteilung. Der Unterschied ist extrem drastisch, obwohl man das an der Kurve nicht sieht. Die sieht fast gleich aus. Wie sieht 1 durch 1 plus x² aus? Na, wenn ich x² auf 0 setze, steht da 1. Und wenn x² nach plus oder minus unendlich geht, geht es gegen 0. Und es ist symmetrisch. Und tatsächlich sieht es strukturell ähnlich aus, ist aber wirklich völlig anders, weil es nämlich mehr so aussieht. Also muss hier nicht der gleiche Punkt oben sein. Der Unterschied, der in dem Bild klar sein soll, das hier fällt ganz, ganz schnell gegen 0 und das fällt nicht so schnell gegen 0. Wieso fällt in der Normalverteilung die Dichte ganz, ganz schnell gegen 0? Naja, da steht e hoch minus x² halbe.
Also erstens steht da schon mal e hoch minus. E hoch minus fällt natürlich viel, viel schneller als jedes Polynom. Und dann auch noch mal ein x Quadrat drin, dann fällt es noch schneller. Hier steht sowas wie 1 durch x Quadrat. Die kleine 1 davor spielt vielleicht keine Rolle. Also 1 durch 1 plus x Quadrat. Das ist polynomiell. Das geht also polynomiell langsam gegen 0. Und das geht quadratisch exponentiell mega schnell gegen 0. Also das heißt, die Form ist im Prinzip ähnlich, aber das Abklingverhalten bei unendlich, plus oder minus, ist viel langsamer für Cauchy als für Normalverteilung. So, worin zeigt sich das jetzt? Also, sei f die Verteilungsfunktion der Cauchy-Dichte. Die wir uns gerade angeschaut haben. Wir nennen f Cauchy-Verteilung. So, und die Hauptaussage, die jetzt kommt, ist, das erste Moment der Cauchy-Verteilung ist nicht wohldefiniert. Nicht wohldefiniert. Und das Problem ist, plus unendlich, minus, minus unendlich taucht auf. Jetzt kriegen wir endlich mal ein echtes Beispiel. Von der Art ist das sowas wie Cosinus und Sinus. Also es gilt Integral x plus dpf ist gleich Integral x minus dpf und beide sind plus unendlich. So, und das wollen wir jetzt ausrechnen. Bevor wir jetzt in die Rechnung gehen, möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, das Wesentliche ist der Abfall. Also wir müssen Funktionen miteinander vergleichen und schauen, ob der Abfall stark genug ist. Wir rechnen das jetzt mal direkt aus, in dem Beispiel geht das, und danach gucken wir uns so eine Heuristik an, an der man das auch direkt hätte erraten können. Okay, also, was machen wir? Erstes Moment, wir rechnen die einfach mal aus. Wir rechnen das nur für x plus, für x minus geht es ganz genauso. Also, Integral x plus dpf von x über r ist auf jeden Fall wohldefiniert, weil das nicht negativ ist. Die Frage ist, ist es endlich oder ist es plusendlich? So, wir können hier den Satz 3, 3, 2 benutzen. Ja, das Ding existiert genau dann, wenn x plus f von x dx existiert, also endlich ist, und dann sind sie gleich. So, wir rechnen die zwei jetzt einfach mal aus. So, wenn wir uns das angucken, was müssen wir machen? Wir müssen die Dichte einsetzen. Und, kurz überlegt, was ist x plus? X plus ist die Funktion, die einfach x ist, wenn x positiv ist, und 0 ist, wenn x negativ ist. Das heißt, das ist einfach das gleiche wie das Integral von 0 bis unendlich über x. Jetzt setze ich noch f von x ein, 1 durch pi, 1 durch 1 plus x Quadrat dx. Okay? An der Stelle, naja, 1 durch pi ziehe ich natürlich raus. Und was mache ich noch? Ich kürze natürlich x und das alles, was da unten steht. 0 bis unendlich, dann steht da 1 durch x plus x dx. Ich behaupte, dass das plus unendlich ist. Das heißt, ich schätze jetzt einfach mal nach unten ab und finde eine untere Schranke, die plus unendlich ist. Ich mache es kleiner. Und der Trick ist eigentlich folgender. Hier steht irgendwas, was so ein bisschen nach ln-Stammfunktion aussieht. Ja, die Stammfunktion von 1 durch x ist ln. 1 durch x steht da. Dieser Term stört noch irgendwie für die ln-Stammfunktion. Den muss ich irgendwie loswerden. So, wenn ich kleiner mache, naja, das Ganze wird kleiner, wenn das hier unten größer wird.
Was ich möchte ist, ich möchte das hier mit einer Konstanten loswerden, sagen wir 1. Und wann ist das nützlich? Naja, das ist nützlich, wenn x größer als 1 ist. Weil wenn x größer als 1 ist, ist das kleiner als 1. Genau. Und dadurch das Ding größer als das, wenn ich das durch 1 ersetze. So, genau. 1 durch Pi. Ich mache das Integral von 1. Ja, ich habe einfach was weggeschmissen. Darum ist es kleiner geworden. Ja, das ist dasselbe wie das Integral von 1 bis unendlich plus das Integral von 0 bis 1. Das Integral von 0 bis 1 ist nicht negativ. Schmeiße ich einfach weg, dadurch wird es kleiner. Okay, ich schreibe es noch einmal hin. 1 durch x plus x dx. So, jetzt ist x auf jeden Fall größer gleich 1, weil ich von 1 bis unendlich integriere. Darum ersetze ich das durch 1. Ja, wie gerade gesagt. Jetzt habe ich aber was, was gut aussieht für ln-Stammfunktionen. Ja, das ist jetzt, genau wie gerade eben, wie ihr integrieren gelernt habt. Das ist ein Integral aus Anna 1, ein uneigentliches Integral. Das ist, ich schreibe mal eine andere Notation hin und dann, vielleicht habt ihr es so kennengelernt, das ist die Stammfunktion des ln 1 plus x und dann steht hier 1 bis unendlich, plus unendlich. Möglicherweise habt ihr es so kennengelernt in Analysis 1 oder ihr habt es kennengelernt als uneigentliches Integral mit dem Grenzwert, Limes n gegen unendlich. Oder ihr kennt es nur von hier und dann macht ihr das mit monotone Konvergenz. Ich will nur sagen, ihr habt, kennt die Dinge. Integralrechnung von solchen Integralen kennt ihr aus Analysis 1. Wir haben schon mehrfach betont, ein Lebesgue-Integral, wenn der Integrant stückweise stetig ist, ist das gleiche wie das Integral, das ihr kennt. Und ihr rechnet das mit den Rechenregeln aus Analysis 1 aus. Also was ist das? Das ist also das. So, und jetzt, was passiert hier? Ln von x geht nach unendlich für x gegen unendlich. Das heißt, dieses Ding hier ist plus unendlich. Ja, hier steht halt ln von 1 plus n minus ln von 2, aber ln von 1 plus n geht nach plus unendlich für n gegen unendlich, weil, naja, ihr wisst, wie der ln aussieht, der ln so aussieht. So, da steht plus unendlich. Also ist dieses Integral plus unendlich. Und genau die gleiche Rechnung, alles ist symmetrisch bei der Cauchy-Verteilung, gibt das Integral für x minus dpf ist auch plus unendlich. So, das heißt, wir sind hier in dem Setting, dass Positivteil und Negativteil plus unendlich sind. So, daraus folgt Integral x dpf ist nicht definiert. Wichtigstes Beispiel. So, das war jetzt natürlich so ein bisschen Rumgetrickse. An solche Sachen müsst ihr euch gewöhnen. Ihr werdet jetzt in dieser Vorlesung viel mit Integralen rumrechnen müssen. Und wenn wir nur checken wollen, ob ein Erwartungswert endlich ist, oder checken wollen, dass, habe ich Erwartungswert gesagt, Moment, nennen wir es Moment, irgendein Integral. Wenn ein Integral, später nennen wir es Erwartungswert, endlich oder unendlich ist, werden wir immer so ein bisschen abschätzen müssen mit Integralen. Und das ist so eine kleine Abschätzung. Jetzt gebe ich euch aber die Heuristik, wie man das oft sieht, ohne irgendetwas zu tun. Ach, vielleicht noch eine kleine Nachbemerkung. Dieses warnende Beispiel als Vergleich zu dem Beispiel davor nochmal, das Ding ist achsensymmetrisch. Der Erwartungswert, das Integral ist aber nicht null, weil das Integral nicht wohldefiniert ist. Ja, ganz, ganz wichtig. Wir hatten da diese Annahme, es ist das in dem Lemma davor, dass das Integral wohldefiniert ist. Hier ist es nicht wohldefiniert, deswegen ist es nicht null, es ist gar nichts. Obwohl die Dichte achsensymmetrisch ist. Das jetzt ist eine ganz grobe Heuristik. Ich nenne das jetzt auch wirklich mal nur Heuristik mit Dichten. Aber in den meisten Fällen reicht das völlig aus, um zu verstehen, was passiert. Oh.
Und was ihr ganz, ganz wichtig im Kopf halten solltet, sind Integrale über Polynome. Aber nicht die einfachen Polynome, sondern 1 durch. Also, aus Anna 1 wisst ihr Folgendes. Und zwar, wann das Integral von 1 bis unendlich, von 1 durch x hoch a, dx, endlich ist oder unendlich ist. Und ihr wisst, wann das Integral von 0 bis 1, von 1 durch x hoch a, dx, endlich ist oder unendlich ist. Ja, fassen wir einfach mal zusammen, was ihr wisst. Das Ding ist, ja, alles ist positiv, das heißt, die sind wohl definiert. Die Frage ist nur, endlich oder unendlich. Wir haben folgende Fälle. Wir haben a gleich 1, a größer als 1. Ah, hier kommen die Fälle hin. A größer als 1, a gleich 1 und a kleiner als 1. Und hier haben wir auch die Fälle. A größer als 1, a gleich 1 und a kleiner als 1. Weil das so wichtig ist und ihr das nicht vergessen solltet, denkt ihr bitte einen Moment drüber nach und überlegt mal schnell, ob euch das wieder einfällt, in welchen Fällen diese Integrale plus unendlich sind und wann sie nicht plus unendlich sind. Ich hoffe, ihr habt euch noch kurz erinnern können. Was kommt raus? Für a größer 1 ist es endlich. Welches? Das obere. 1 ist unendlich. Ja. Für die anderen Fälle ist es nicht endlich. Und auf 0, 1 ist es auch umgedreht. Genau, das müsst ihr euch merken, es ist umgedreht. Ihr könnt die Werte auch ausrechnen. Ja, den und den Wert, gar kein Problem. Interessiert uns nur an dieser Stelle nicht. Der Trick ist halt, wir nehmen Stammfunktionen. Stammfunktionen. Hier sehen wir halt, was passiert. Hier nehmen wir, kriegen wir den ln von x als Stammfunktion. Für x größer als 0. Oder in dem Fall x größer als 1. So, hier kriegen wir x hoch. Das ist dasselbe wie die Funktion x hoch minus a. Plus 1 beim Aufleiten, also 1 minus a. Hier ist x hoch 1 minus a. So, wenn ich jetzt also das hinschreibe als uneigentliches Integral mit Grenzwert Stammfunktion an der Stelle n minus Stammfunktion an der Stelle 1, muss ich also nur gucken, was passiert, wenn ich in diese Funktion n einsetze und n gegen unendlich gehen lasse. Ln, haben wir gerade schon gesagt, geht gegen plus unendlich. Wenn diese Potenz hier kleiner als 1 ist, und das ist sie, kleiner als 0 ist, das ist sie, wenn a größer als 1 ist, dann geht es nicht gegen unendlich, sondern gegen 0. Ja, und das, was bleibt für das Integral, ist der Term der linken Seite vom Integral. Und hier genau das Gegenteil, a ist kleiner als 1, da steht da x hoch eine positive Potenz, geht nach plus unendlich. So, genau hier das Gleiche, wir schreiben auch die Stammfunktion hin. Ja, jetzt ist x aber aus 0 bis 1. Hier kriegen wir x hoch 1 minus a, hier kriegen wir x hoch 1 minus a, genau wie vorher. Ja, die Konstanten davor, die sind uns egal bei Stammfunktionen, weil Stammfunktionen eh nur bis auf Konstanten eindeutig bestimmt sind. Was kriegen wir hier also? Wenn ich jetzt dieses uneigentliche Integral berechnen will, muss ich was machen? Naja, ich muss irgendwie ein 1 durch n gegen 0 gehen lassen. Auch wieder monotone Konvergenztheorem oder wie ihr in Analysis 1 uneigentliche Integrale ausgerechnet habt. Was ist also das Entscheidende für das Integral endlich oder nicht? Das Entscheidende ist, was passiert hiermit, wenn x gegen 0 geht? Und hier genau das Gleiche, nur dass sich die Rollen hier umdrehen. Welcher bei welchem es explodiert? Es explodiert in dem Fall bei dem hier, wenn die Potenz kleiner als 0 ist und sie nicht, wenn die Potenz größer als 0 ist. Das ist das wichtigste Beispiel, das ihr im Kopf haben müsst. Das kann man explizit ausrechnen. So, der Trick ist jetzt, wir vergleichen. Also wegen Monotonie und Integralen vergleichen wir heuristisch. Ja, ihr könnt das in Beweisen auch richtig machen, aber zum Gucken vergleichen wir heuristisch.
mit den Fällen da oben. Ich möchte das einfach nur mal als Beispiel mit Cauchy machen. Also, was hatten wir bei Cauchy gemacht? Also Cauchy, erstes Moment. Wir wollen das Integral über R x mal 1 durch 1 plus x Quadrat uns anschauen. Ja, und 1 durch Pi hat nichts mit endlich oder unendlich zu tun. So, und jetzt wollen wir einfach sehen, wird das wohl unendlich sein oder nicht? So, wie sieht diese Funktion ungefähr aus? Wenn ich bei 0 bin, ist dieser Term hier 1 und der gibt 0. Das heißt, der Integrant hier, nennen wir den mal h, der ist hier 0. So, bei 1 ist der, naja, da steht 1, da steht ein halb, da ist ein halb. So, bei plus unendlich wird das schneller gegen 0 gehen. Das sieht irgendwie so aus. Irgend sowas von der Form. Das heißt, wir sind jetzt nur beim heuristischen Überlegen, ob Dinge endlich sind oder nicht. Auf allen kompakten Mengen werde ich kein Problem haben, weil die Funktion beschränkt ist. Okay, kein Problem. Das heißt, das Integral auf kompakten Mengen ist unproblematisch. Was wir verstehen müssen ist, das Integral bei unendlich. So, was ist A hier? A müsste aber für alle x kleiner 0 negativ sein. So, was wir jetzt machen ist, wir machen genau das, was wir hier gesehen haben. Wir vergleichen jetzt mal heuristisch mit diesen Fällen, die wir explizit ausrechnen können. So, und wie ist ungefähr diese Funktion bei plus unendlich? Bei plus unendlich, wenn x sehr, sehr groß ist, dann spielt 1 gar keine Rolle mehr. Das heißt, im Prinzip steht hier 1 durch x². Und jetzt kommt das x noch dazu. Das heißt, im Prinzip steht hier 1 durch x. Das heißt, wir müssen gucken, was passiert bei dem Integral bei unendlich. 1 plus unendlich. Das wird also wahrscheinlich plus unendlich sein. Und das sind die Art von Argumente, die ihr machen solltet. Ihr solltet grob vergleichen mit diesen Beispielen. Wenn ihr etwas habt, das bei unendlich schneller fällt als 1 durch x, ist wahrscheinlich das Integral okay. Wenn es langsamer oder genauso fällt wie 1 durch x, ist wahrscheinlich das Integral nicht okay. Das ist natürlich nur eine Heuristik. Wenn wir danach das richtig machen wollen, reicht die Heuristik nicht mehr, sondern wir müssen, schauen wir nochmal zurück, wir müssen so ein sauberes Argument machen von der Art. Aber von der Heuristik, von dem, was wir gerade gesagt haben, war eh schon klar, dass das klappen wird. Und das müsst ihr euch angewöhnen. Ihr müsst halt, wenn ihr verschiedene Integrale habt, und wir kriegen jetzt immer Integrale, immer erstmal das angucken und denken, na, wird das schon passen oder wird das nicht passen? Das macht euch das Leben viel, viel einfacher, weil es natürlich leichter ist, eine Übungsaufgabe zu lösen oder eine Klausuraufgabe, wenn ihr schon wisst, was ihr überhaupt tun wollt. Wenn ihr schon wisst, dass ihr zeigen wollt, dass das unendlich ist, weil ihr es schon erraten habt, dann kann man vielleicht mal nach unten abschätzen. Wenn man zeigen will, dass das Integral endlich ist, weil man schon erraten hat, dass was wahrscheinlich endlich ist, dann wird man vielleicht eher nach oben abschätzen. Deswegen dieses Gefühl zu kriegen ist ganz, ganz wichtig. Aber wir quälen euch jetzt mit vielen, vielen Übungsaufgaben mit Integral ausrechnen. Wir wechseln jetzt das Thema. Wir haben jetzt, was haben wir gemacht? Wir haben Integrale definiert. Wir haben Regeln gemacht, wie man Integrale ausrechnet. Wir haben dann in ein paar Beispielen wirklich mal ein Integral ausgerechnet. Jetzt haben wir kurz Heuristik überlegt, wie man sieht, dass ein Integral vielleicht endlich ist oder nicht. Und jetzt kommt die Anwendung. Warum machen wir überhaupt Integrale für abstrakte Maße? Und ich glaube, die Anwendung, die macht das sehr, sehr deutlich. Wie versprochen, kommen wir jetzt zu einer ganz konkreten Anwendung. Und diese Anwendung läuft im Prinzip unter dem Namen Darum lieben wir Integrale. Warum? Wir haben viel über Maße bis jetzt gesprochen. Maße auf der Borel-Sigma-Algebra als mathematisches Modell für einen zufälligen Versuch. Dann haben wir viel gesprochen über das Verständnis von Maßen. Was bedeuten Maße? Maße bedeuten, wo wird eine Einheit Zufall hinverteilt? Wie haben wir das bis jetzt verstanden? Über die Verteilungsfunktion, aber in einer qualitativen Art. Wo die Verteilungsfunktion stark wächst, da liegt viel Masse. Wo sie konstant ist, liegt gar keine Masse. Wo sie wenig wächst, liegt wenig Masse. Das war
eine qualitative Beschreibung. Jetzt wollen wir quantitativ werden. Wir wollen Zahlen produzieren. Vielleicht nicht Gleichheitszeichen, aber mindestens Abschätzungen. Wir wollen Abschätzungen geben, um zu verstehen, wie viel konkrete Masse in konkreten Intervallen liegt. Das machen wir jetzt durch Integrale, indem wir uns Momente anschauen. Falscher Zettel. Wir fangen mit der Normalverteilung an. Das ist jetzt ein Beispiel, das ihr möglicherweise in der VWL schon gesehen habt. Sicherlich kommt es irgendwo mal. Konzentration der Normalverteilung. Okay, ich gebe euch eine Daumenregel. Die werdet ihr kennenlernen. Die heißt 68, 95, 99, 7 Regel. Und ich mal ein Bild, aus der klar wird, was die bedeuten soll. Ich male die Dichte einer Normalverteilung hin. Vielleicht ohne Farbe erstmal. Jetzt muss ich es schön sauber malen. Na, schon mal verpasst. Ah, es ist relativ symmetrisch. So, jetzt passiert Folgendes. Diese Regel, könnt ihr gerne googeln, findet ihr, sagt Folgendes. Hier ist μ. Und wenn ich jetzt, Sigma heißt Standardabweichung, wenn ich jetzt Standardabweichung nach links gehe, also das wäre vielleicht μ minus Sigma, und jetzt gehe ich noch eine zweite Standardabweichung nach links, μ minus 2 Sigma, und noch eine dritte, μ minus 3 Sigma, und das gleiche nach rechts mache, ja, alles soll hier symmetrisch sein, nicht ganz gelungen, aber fast gelungen, μ plus Sigma, μ plus 2 Sigma, μ plus 3 Sigma. Dann bedeutet die Daumenregel Folgendes. Die Daumenregel bedeutet, die Masse der Normalverteilung zwischen μ minus Sigma und μ plus Sigma ist 99,7% oder 0,997. Wenn ich das aufteile in die 2, dann Quatsch, was ich gesagt habe, ist falsch. Sorry. Was wollte ich sagen? Da liegt 68. Also hier zwischen liegt 68% der Normalverteilung. Ihr könnt das als Prozent oder 0, ausdrücken. Das heißt, hier liegt die Hälfte davon, 34%. Hier liegt 34%. Also eine Standardabweichung, Sigma heißt Standardabweichung, nach links und nach rechts gibt uns 68% der Masse. Jetzt geht das weiter, wenn ich noch eine Standardabweichung weitergehe, dann ist die Aussage, dass zwei Standardabweichungen nach links und nach rechts 95% der Masse gibt. Das heißt, das, was jetzt übrig bleibt, also 13,5% der Masse liegt hier und 13,5% der Masse liegt hier. Und der Rest, könnt ihr im Kopf rechnen oder nicht, liegt in dem. Also wenn ihr drei Standardabweichungen zur Seite geht, habt ihr 99,7% der Masse. Und was übrig bleibt ist, das glaube ich nicht, was ich aufgeschrieben habe. Also hier ist der Rest. Ihr wisst, was ich meine. Ich kann eine andere Farbe nochmal nehmen. Die besagt alles zusammen, was hier steht, hier ist an Masse. Das soll jetzt weiß sein. All das zusammen ist 99,7% der Masse. Also diese Daumenregel sagt euch, wenn ihr etwas modelliert mit einer Normalverteilung und ihr das μ wisst und was auch immer ihr modelliert habt, zum Beispiel manche benutzen das, um die Größe von Menschen zu modellieren, dann wisst ihr, wenn ihr
3 Sigma nach links und 3 Sigma nach rechts geht, dann habt ihr 99,7% der Menschen abgedeckt. Oder als Maß formuliert, da hat das Maß 0,997 der Masse 1. Ja, also mathematisch geschrieben steht da P von μ minus 3 Sigma, μ plus 3 Sigma. Das ist ungefähr 0,997. P von μ minus 2 Sigma bis μ plus 2 Sigma ist ungefähr 0,95. Und P von μ minus Sigma, μ plus Sigma ist ungefähr 0,68. Das ist eine Konzentration. Das heißt, das ist eine quantitative Version der Aussage, dass wir gesagt haben, das Maß, das zu dieser Verteilungsfunktion gehört, wird wohl viel Masse in der Nähe von μ haben, weil die Dichte dort groß ist und das der Zusammenhang war. So, Frage ist, wir sind hier in einer Mathe-Vorlesung. Wir glauben ja nichts, sondern wir wollen alles verstehen. Wo kommen solche Sachen her? Und was ich euch jetzt zeigen will, ist einfach ein einfacher Ansatz dazu, solche Fragestellungen zu verstehen. Also, warum? In dem Fall der Normalverteilung ist das noch recht leicht. Naja, wieso? Wir wissen ja, was das ist. Wir wissen ja bereits, dass P von, ich schreibe mal allgemein ein Intervall AB, f von B minus f von A ist. Ja, eigentlich steht da ein offenes Intervall, aber wenn f stetig ist, wissen wir, dass Mengen, die nur aus einem Punkt bestehen, Masse 0 haben. Das heißt, der abgeschlossene Punkt dazu hat Masse 0, deswegen darf ich hier auch die Klammer machen. Und das ist was? Das ist in diesem Beispiel 1 durch Wurzel 2 Pi Integral von a bis b e hoch minus x minus μ Quadrat durch 2 Sigma Quadrat dx. Das heißt, in dem konkreten Fall könnte ich dieses lösen, indem ich das numerisch ausrechne. Wir können das nicht echt ausrechnen. Es gibt keine Formel. Wir könnten das numerisch berechnen. Eine Methode dazu seht ihr zum Beispiel, wenn ihr euch eine Vorlesung über Monte-Carlo-Methoden anseht. So, und was tatsächlich Ökonomen tun, und so werdet ihr das in der Vorlesung lernen, ist, es gibt eine große Wertetabelle, in der alle möglichen solchen Wahrscheinlichkeiten aufgeschrieben sind. Und wenn euch also interessiert, für was für ein Intervall eine gewisse Wahrscheinlichkeit 0,8 zum Beispiel gegeben ist, guckt ihr in diese Wertetabelle und lest in der Wertetabelle ab, was für ein A und B man wählen sollte. Okay, klingt ein bisschen wie Mathematik aus dem 18. Jahrhundert, aber wird in dem Fall tatsächlich noch so gemacht. Ja, also man kann das einfach numerisch approximieren, dann in eine Wertetabelle schreiben. Und wenn man es in die Wertetabelle geschrieben hat, dann kann man es ablesen. Okay, versteht jeder, dass das funktioniert, ist aber ziemlich erbärmlich. Deswegen machen wir es mal richtig und überlegen uns mal, wie man es anders machen kann. Also allgemeiner fragen wir jetzt die Frage, ich habe irgendein W-Maß P und ich möchte jetzt gerne so eine Wahrscheinlichkeit abschätzen. Kleiner gleich oder größer gleich, je nachdem, was ich gerne möchte. Und das Ziel ist, dass die Abschätzung möglichst gut ist und der Term hier möglichst explizit ist. Weil, warum will ich, dass der möglichst explizit ist? Naja, wenn der möglichst explizit ist und ich hier einen Wert vorgegeben habe, dann kann ich vielleicht hier aus diesem expliziten Wert ablesen, was für ein A und was für ein B ich wählen muss, um die gegebene Wahrscheinlichkeit zu kriegen. Also Ziel ist, das soll möglichst explizit sein, das soll möglichst gut sein, also möglichst gute Abschätzung und das soll möglichst explizit sein.
Für die Normalverteilung machen wir das gleich, weil man das da tatsächlich relativ gut machen kann. Da sehen wir dann, dass das ein sehr, sehr schöner Term wird. Das ist aber leider nicht so gut und wir werden auf jeden Fall Genauigkeit verlieren. Wir werden nicht das mit den 3 Sigma hinkriegen, wir kriegen 3,7 Sigma hin. Das reicht als Vorrede. Jetzt kommen wir zu der sogenannten Markov-Ungleichung, die genau das tut, was ich gerade gesagt habe. Der Vorteil ist, wir nehmen nicht an, dass wir die Normalverteilung oder irgendeine andere Verteilung haben, sondern wir nehmen nur was über Momente an. So, das ist 3,3,10. Das ist ein erstes Beispiel der Markov-Ungleichung, die kommt später nochmal allgemeiner. Ungleichung für Polynome. So, was sagt die Markov-Ungleichung? Also wir nehmen irgendein W-Maß jetzt, nennen wir das wieder PF, wie wir es gewohnt sind, auf der Borel-Sigma-Algebra. Und zwar so, dass für F das 2-Karte-Moment existiert, also endlich ist. Ich schreibe wieder 2k, kann man nicht lesen, 2k. Ich könnte alternativ auch einfach schreiben k, aber k soll gerade sein. So, und jetzt ist folgendes die Markov-Ungleichung. Dann gilt PF von, ich schreibe mal einfach eine Version davon hin, es gibt ganz viele andere. PF von minus aa ist größer gleich 1 minus das Karte-Moment durch a hoch 2k für alle a aus r. Ich kann das Gegenereignis auch hiervon hinschreiben. Da steht ja diese 1 und mit dem Gegenereignis geht die 1 weg. Ja, das ist äquivalent. Gegenereignis wäre pf von minus a a Komplement wäre kleiner gleich dem, das hier steht. Das ist die berühmte Markov-Ungleichung. Jetzt könnte man natürlich fragen, diskutieren wir das ganz kurz mal, bevor wir es beweisen, warum das überhaupt gut ist. Warum ist es nicht immer besser, das zu schreiben als f von a minus f von minus a und dann was mit f zu machen? Der Grund ist, oft kennt man f nicht. Wenn ich die Verteilungsfunktion nicht kenne, kann ich trotzdem was machen. Gut, jetzt könnt ihr natürlich einwerfen, ja, aber ich muss ja das zweite Moment kennen. Aber wie kenne ich das zweite Moment, wenn ich die Verteilungsfunktion nicht kenne? Da macht man oft Folgendes. Oft ist man in einer Situation, in der man weiß, das zweite Moment ist endlich. Man kennt die Zahlen nicht, aber man weiß, es ist endlich. Was hilft mir das dann trotzdem? Wenn ich den zum Beispiel angucke, dann weiß ich, okay, hier steht eine Konstante. Dann weiß ich also, diese Wahrscheinlichkeit fällt wie a durch 2k, 2 hoch k. Und das ist eine Aussage, die halt oft schon mal relativ viel hilft. Das heißt, wenn das 2-Karte-Moment existiert, dann weiß ich, diese Wahrscheinlichkeit fällt polynomiell wie a durch 2 hoch k, ohne dass ich irgendwas weiß. Ich muss nur wissen, das zweite Moment existiert. Und das reicht tatsächlich ziemlich oft in vielen Anwendungen für alles Mögliche, weil man irgendwie zeigen will, eine Reihe konvergiert oder sowas. Für eine Reihe, die konvergiert, brauche ich nicht die Konstanten, ich brauche nur das Verhalten, wie schnell es gegen Null geht, solche Sachen. Das heißt, diese Ungleichung, die nicht sehr gut ist, die ist zumindest extrem nützlich, weil ich wenig wissen muss. Ich muss nur das zweite Moment wissen. Das hat ansonsten, außer dass hier eine Konstante steht, nichts mit der Verteilung zu tun. Das Relevantere ist das a hoch 2 hoch k. In manchen Fällen kann ich das aber ausrechnen und das machen wir sofort, für die Normalverteilung zum Beispiel, und dann kriege ich explizites. Bevor wir uns das Beispiel angucken, einmal schnell der Beweis. Den habt ihr schon 5-mal gesehen. Das ist wieder der Trick des guten Indikators.
Passt auch hier unten noch rein. So, was mache ich? Ich fange auf einer Seite an. Ich fange mit dem Integral x hoch 2k an, schreibe einen Indikator rein, so wie immer. Dann schätze ich das auf dem Indikator mit dem Trick des guten Indikators ab und dann steht es schon da. Also wir machen Folgendes. X hoch 2k dpf. So, hier kommt der Trick des guten Indikators. Ich mache es kleiner mit Monotonie des Integrals, indem ich noch einen Indikator dazu schreibe. Ja, das haben wir schon 5-mal gemacht. X hoch k, Indikator. Und den Indikator, den ich wähle, nehme ich als Indikator über diese Menge, weil die am Ende rauskommen soll. X hoch k, Indikator, x hoch 2k, Indikator minus a von x, dpf. Ja, ich sag's nochmal. Diese Funktion ist kleiner als diese Funktion, weil entweder hier eine 1 steht, dann ist gleich, oder dann eine 0 steht. Und weil x hoch 2k positiv ist, deswegen nehmen wir an, dass es ein gerades Moment ist, ist es immer kleiner gleich und dann Integrale wegen Monotonie. Jetzt kommt der Trick des Indikators, des guten Indikators. Wir gucken uns nur Werte x an, die zwischen minus a und a sind. Okay? Ich glaube, es geht besser, wenn ich ein Komplement hier nehme. Ich mache den Trick mit dem Indikator. Also ich gucke mir hier nur Werte an, die nicht zwischen minus a und a sind. Ja, also ich nehme minus a und ich nehme nur das Komplement. So, das heißt, x hoch 2k, weil es eine gerade Potenz ist, ist immer größer gleich a hoch 2k, weil die Werte, für die nicht 0 da stehen, aus diesem Bereich sind. Das heißt, das ist der gute Indikator. Die kann ich also nach unten abschätzen durch a hoch 2k. Jetzt bleibt der Indikator da stehen. So, jetzt kommt wieder das, was wir ständig machen bei dem Trick. Wir ziehen die Konstante raus. Und was hier steht, ist das Integral über einen Indikator. Das ist eine einfache Funktion. Wir wissen, was das ist. Das ist pf von minus a. Komplement. So, was machen wir jetzt? Ich teile durch a hoch 2k. Und was da dann steht, ist die Wahrscheinlichkeit von dem da, ist kleiner gleich das Integral hier durch a hoch 2k vom Durchteilen. Das war's. Das hier ist nur die Gegenwahrscheinlichkeit, weil die Wahrscheinlichkeit 1 minus die Wahrscheinlichkeit ist. Ich setze die Abschätzung ein und kriege sofort diese Abschätzung. Das ist Markov. So, und als krönenden Abschluss dieses Kapitels schauen wir uns jetzt das Beispiel der Normalverteilung an und versuchen diese drei Standardabweichungen nach links zu verstehen, kommen aber nicht ganz zu drei. So, zurück zum Beispiel. Also konkretes Beispiel, ich gebe dem eine neue Zahl. Das funktioniert auch unabhängig, ob ihr das andere angeschaut habt. Also, wir gucken uns n von, ich nehme einfach mal 0, dann ist die Schreibarbeit kleiner, 0 Sigma Quadrat. Und wir wollen jetzt mal probieren, für welches a welches klein a gilt die Wahrscheinlichkeit von minus a bis a ist, na, welchen nehmen wir? Ich glaube 0,997. Ja, größer gleich 0,997. Ich gehe mal zurück zu dem Bild. Ich frage also hier, ich gebe mir vor dieses 99,7% und ich frage, für welches a, ich will irgendein a finden, so dass die Masse da links, also dazwischen, zwischen minus a und a, mindestens 0,997 ist. Wir wissen schon, dass μ ist 0, minus 3 Sigma bis 3 Sigma eine gute Antwort wäre. Mal sehen, wie weit wir kommen mit dieser einfachen Abschätzung. Die Abschätzung war billig, das waren nur 3 Zeilen. Da ist keine Arbeit drin, man darf also nicht zu viel erwarten. Aber mal gucken, was damit rauskommt. Also,
Ihr rechnet ein paar Sachen in den Übungen aus. Es ist immer gut, bei den Normalverteilungen einfach mal Momente zu berechnen. Ja, um diese Abschätzung gut zu benutzen, haben wir gesagt, naja, wir könnten sagen, es ist eine Konstante, aber in dem Fall können wir es ausrechnen. Das ist natürlich besser. Wir rechnen jetzt einfach mal zum Spaß das zweite und das achte Moment aus, beziehungsweise ihr rechnet das zum Spaß aus, ich schreibe es hier nur hin. Übung ist das zweite Moment, dp, ja, das p soll normal verteilt mit μ gleich 0 und Sigma Quadrat sein. Das ist Sigma Quadrat. Und das achte Moment, das nehme ich auch noch als zweites Beispiel, das ist 105 mal Sigma hoch 8. Okay, ihr nehmt das einfach mal hin, rechnet ihr aus. Wie rechnet man das aus? Ist nicht so dramatisch. X Quadrat dp von x. Da haben wir die Rechenregel 3, 3, 2. Wir haben gesehen, aha, das hat eine Dichte. Also, wenn es existiert, dann ist dieses Integral einfach nur das Integral x Quadrat mal die Dichte. Die Dichte war dieses e hoch minus x, na, ihr wisst das Ding. Und das schreit natürlich nach irgendwie partieller Integration, Substitution etc. Kann man ausrechnen. Das kann man auch ausrechnen und das kommt raus. So, wir setzen das jetzt einfach mal ein. Also, was wollen wir? Wir haben diese Markov-Ungleichung und wir wollen 0,997 als untere Schranke haben. So, wir wissen mit Markov, schreiben wir das mal hin, dass wir zwei Ungleichungen haben. Wahrscheinlichkeit von minus a bis a. Guck mal hier hin, das da. Das sind die zwei Ungleichungen. Ich schreibe jetzt zwei hin. Für einmal den Fall, wir dürfen hier jedes k wählen. K war irgendwie beliebig, dass da was gerade steht. Wir nehmen einfach den Fall des zweiten und des achten Moments. In dem einen Fall steht da 1 minus Sigma Quadrat durch a Quadrat. Ja, das ist der Fall k gleich 1 benutzt und die Formel benutzt. Und zum anderen steht da 1 minus das achte Moment, das ist 105 mal Sigma hoch 8 durch a hoch 8. Ja, da haben wir k gleich 4 benutzt. Und das Ziel ist, das a so zu wählen, dass das größer ist als 0,997. Okay, das heißt, was müssen wir machen? Wir müssen jetzt einfach a wählen, dass das passt. Also, wähle a, sodass das gilt. Ja, was müssen wir also tun? Wir müssen nur das gleich das setzen und nach a auflösen, beziehungsweise das gleich das setzen und nach a auflösen. Also, wir lösen. Zwei Gleichungen. Also einmal wäre hier 1 minus Sigma Quadrat durch a Quadrat gleich 0,997. Und einmal lösen wir 1 minus 105 Sigma hoch 8 durch a hoch 8 gleich 0,997. Ja, ist kein großes Drama, das zu tun. Wir ziehen das rüber, kommt halt 0,003 raus. Nehmen den rüber, teilen durch Sigma Quadrat, nehmen den Kehrwert und nehmen die Wurzel. So, ich sage euch, was rauskommt. In dem ersten Fall kommt raus a gleich oder ungefähr, ihr müsst da so eine Wurzel von 0,003 müsst ihr noch ausrechnen oder einmal in den Rechner tippen, da kommt ungefähr raus 5,77 mal Sigma und bei dem anderen kommt raus a ist ungefähr 3,72 mal Sigma. Naja, wer genauso erfolgreich wie ich Zahlen in Taschenrechner tippt, wird am besten auch reiner Mathematiker. 5,77 ist eigentlich 18,26 und 3,72 ist eigentlich 3,69. Macht nichts, man sieht trotzdem genau, was passiert. Jetzt vergleichen wir das mal wieder mit der richtigen Daumenregel. Die Daumenregel hat gesagt, um 0,997 der Masse zu finden, muss ich von μ, μ ist 0,
um 3 Sigma zur Seite zu geben. Diese einfache Markov-Ungleichung hat uns gesagt, wenn ich sie benutze mit dem achten Moment, ich muss um 3,72 Sigma in die eine Richtung und 3,72 Sigma in die andere Richtung gehen. Die offensichtlich deutlich schlechtere Markov-Ungleichung mit dem zweiten Moment, die hat uns 5,77 als Faktor gegeben. Wir sehen also für die Diskussion hier, das ist sehr relevant. Für das zweite Moment ist offensichtlich die Markov-Ungleichung deutlich schlechter, weil wir deutlich weiter nach außen gehen müssen, als wenn ich das achte Moment nehme. Dieser Ausdruck möglichst explizit, der ist bei der Markov-Ungleichung extrem gut. Warum? Naja, wir haben eine Formel gekriegt, die wir einfach auflösen können. Wir können mit der Formel gut rechnen. Das heißt, der Explizitfaktor in der Abschätzung ist sehr, sehr gut gegeben. Der möglichst gut Faktor ist nicht so gut gegeben. Aber 3 zur Seite oder 3,7 Sigma oder 3,7 Sigma zur Seite ist ja jetzt nicht so dramatisch. Jetzt würdet ihr vielleicht sagen, es sieht doch schon mal ganz gut aus. Wenn ich eine allgemeine Formel habe für das n-te Moment der Normalverteilung, komme ich vielleicht noch an noch was Besseres ran. Vielleicht sollte ich ja das 200. Moment einsetzen. Vielleicht komme ich dann vom 3,7 noch näher an 3 ran. Sowas würde man rumspielen. Es gibt eine Alternative, die auf dem Übungsblatt macht. Und zwar kann man statt mit diesen polynomiellen Momenten auch mit exponentiellen Momenten alles exakt genauso machen. Dann kriegt man die sogenannte exponentielle Markov-Ungleichung oder Markov-Ungleichung für die Exponentialfunktion. Die exponentiellen Momente der Normalverteilung, die hatten wir definiert am Anfang, kann man auch ausrechnen. Und dann hat man diesen Parameter Lambda zum Rumspielen in dem Lambda-Moment. Und dann kann man sehen, wenn ich das einmal gemacht habe für allgemeines Lambda, zum Beispiel durch Ableiten in Lambda, weil wir auf der Seite eine gute explizite Formel haben, kann ich versuchen, das perfekte Lambda zu finden und die perfekte Schranke zu finden. Das ist das Themenbereich der Konzentrationsungleichung. Solche Tricks wie exponentielle Momente auszurechnen, ist da so das absolute Standardbeispiel. Und das findet ihr überall in der Statistik, im Machine Learning etc. Was wir für diese Vorlesung erstmal nur und merken, sind diese polynomiellen Markov-Ungleichungen. Einfach nur als Verständnisgrund für euch, warum wir überhaupt uns mit Integralen beschäftigen. Ich vermute mal, dass das ein bisschen schwierig ist zu verdauen, weil hier relativ viel jetzt zusammengekommen ist. Aber auf der Übungsaufgabe, auf dem Übungsblatt mit den exponentiellen Momenten, könnt ihr im Prinzip genau dasselbe nochmal ausprobieren.